Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K20, dem Karrieremodus. Ja, wir sind gestern hier stehen geblieben, mit dem Best-of-5-Match, was ja der gute alte Hector verloren hat, weil sich Samoa Joe eingemischt hat. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, wie es hier weitergeht, aber bevor wir weitermachen, nochmal wieder der Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf WW2K20-Content habt, dann lasst meinem Kanal mal ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr generell mehr von mir sehen wollt, dann, ja, guckt mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr ganzen Links zu meinen Social Media Accounts. Gerne mal ein Follow da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Fans von WW2K20 seid. Wie gesagt, täglicher Content, diverse Projekte. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr euch wünscht oder so, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich werde schauen, ob ich das Ganze einrichten lässt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. If only security had done the jobs that night, Samoa Joe never would have made it past the arena's metal detector. Sorry, just trying to keep it positive. Which is hard to do because our story wouldn't be complete without talking about one giant negative. I'm referring, of course, to the arrival of the American hero, Brooklyn Von Braun, in WWE. Because of Brooklyn, our lives and careers would never be the same. Although, if you think about it, they were pretty much the same as they'd always been, because no matter where we went or what we accomplished, we could never escape Brooklyn's loud, obnoxious shadow. Schön bloßgestellt hier. We gave Brooklyn a lot of chances to prove she had changed. Well, mostly traded. But ultimately, she only proved one thing. She was the exact same bully she was way back when we were in high school. And she wasn't just a jerk to us. She disrespected anyone she dealt with, including WWE legends. Oha. Is that all you got? It feels like you're taking a teacup poodle for a walk on Kurt Angle. Excuse me, Miss Von Braun. Can we talk? Can't you see I'm conducting important GM business? Come on, I really need you to get in there. Work it. It will only take a minute. What? I don't want my car washed or candy from your stupid kid's fundraiser or whatever crap you're selling. Actually, I'm the original American hero, Kurt Angle. You know, the Hall of Famer you borrowed your nickname from without asking. Come back in 5 with stronger hands. Wie Drake Maverick hier voll zum Idioten gemacht wird. An autograph from the real American hero? A picture? Tell me what I need to do to make you go away. I need you to drop the lawsuit against me. If you don't, it will bankrupt my family. No chance. I'm the way more famous American hero, and I will not allow you to continue profiting off my celebrity. I won a gold medal for my country with a broken freaking neck. What have you ever done that makes you an American hero? Filed a trademark? Security! Wait, maybe we can settle this without lawyers. If there's anything that could change your mind, I'd do it. Anything? It just so happens we have a superstar who was gone for a very long time and needs to knock off some ring rust. So I'll drop the lawsuit if you can beat Samoa Joe. But Joe's a monster. He's got that bionic arm that could tear me apart. And I haven't competed in years. Samoa Joe hasn't competed in years either. So it should be a competitive match. Good luck. Das mit diesem bionomischen Arm ist so ein Quatsch. Jo, und dann müssen wir jetzt anscheinend wirklich Kurt Angle spielen. Mit Anzug, oder was? Natürlich, ein Kurt Angle tritt mit Anzug an. Der zieht sich mal das Sakko und die Krawatte aus. Tja, so kann's kommen. Kurt Angle ist back. Weiß jetzt zwar nicht, was ich so ganz davon halten soll, jetzt von dieser Entwicklung. Weil ich jetzt auch immer jemanden steuere, der eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Das war eigentlich auch schon das, was mir eben mit diesem, oder eben mit diesem, mit dieser New Day-Geschichte schon nicht so gefallen hat. Na gut, dann gehen wir weiter. Und warten auf Joe. Bin schon auf den Entrance gespannt, den er jetzt hat. Was geändert hat. Schalte ich dann jetzt eigentlich Samoa Joe mit bionomischem Arm frei? Oh Gott. Das Detail ist allerdings ganz cool. Samoa
Na, gespannt, ob sie nur aufklärt, warum er einen bionomischen Arm hat. A true menace that has taken his reign of terror across the independent scene, through Mexico, through Japan, all over the globe, before coming to WWE and wreaking havoc on anyone and everyone. And that havoc includes being a two-time NXT champion, even beating a legend like Rey Mysterio at WrestleMania in under a minute. Tja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Jo, dann dürfen wir jetzt mal im Anzug mit Kurt Angle gegen Samoa Joe antreten. Das habe ich ja schon, glaube ich, beim Einzug gesagt. Etwas komisch, dass er nicht mal seinen Sakko auszieht und auch die Krawatte, alles anlassen. Macht total Sinn. So, auf jeden Fall, unsere Aufgabe ist, die Gesundheit von Joe in den gelben Bereich zu bringen. Cyborg Joe. Aktuell kein Widerstand von ihm. Und Frog Splash. So, hätten wir erfüllt und jetzt? Ja, jetzt wird wahrscheinlich hier unsere Niederlage eingeläutet. Angle Slam, aus dem Alter sind wir raus. Und ein Roller. Jawohl! Okay, ich dachte, er verliert. Da haben wir Kurt Angle zum Sieg verholfen. Das ist mein Team hier, Angle und ich. Na gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das gehört garantiert Beef. Since you like getting involved in my business so much, maybe you should pay all the legal bills for the lawsuit I have to drop now. Yeah? Well, you messed with us in the best of five series and that cost Red her title. So I'd say we're even now. Is that what you think happened? I signed Samoa Joe because he was unfairly let go from WWE, not to mention he's a great addition to the roster. But I had nothing to do with him costing you the series. I don't control him. No one can, which is something you should be very worried about. So if you're not out to get us, then prove it. Give me a rematch for my championship that I lost without ever being pinned. Let me think about that. No. That's what I thought. But what I will do is give the audience something new and fresh. Trey, you're going to face Adam Cole next year for his WWE championship in a no disqualification match. See? Maybe I'm not so bad after all. Now if you'll excuse me, auch hier so diese NXT-Leute quasi so in der Zukunft so gepusht werden. Das finde ich gut. Und da sind wir sogar schon. Kein Sequenz mehr dazwischen. Er hat gesagt, World Heavyweight Championship? Er hat nicht gesagt WWE. Ja, da kommen wir auf jeden Fall. Mal ein bisschen mit unserem neuen Style, mal wieder ein bisschen farblich was geändert. Hector Gonzalez. Von San Juan. Ja, komm, das überspringen wir. The System. Nee, er hat den WWE Championship, okay. Adam Cole. Bullet Club. Ja komm, wir sagen, das springen wir aber rüber. Hier wird garantiert eh eingemischt. Weighing in at 220 pounds, Gonzalez.
introducing the champion from Panama City, Florida, weighing in at 210 pounds. He is the WWE Heavyweight Champion, Adam Cole. Baby. So, dann gibt er den Titel mal weiter. An den Ref. Einmal hoch damit. Wieso hat er eigentlich... Das ist ein Fehler. Der hat das Rote hier an. Wir sind bei SmackDown. Ha, so Details entgehen mir nicht. So, was müssen wir machen? Coles Gesundheit in den roten Bereich. Komm, wenn das hier No DQ ist. Ja, komm her, komm her. Ah. Oh. Geht doch. Und wieder Reversal von Cole. Hä, es ist ein No-DQ-Match? Aber es wird ausgezählt, oder was? Macht Sinn. Nein, das ist so. Kontersperre ist da. Oh, mein schönen alten Kendo-Stick. Oha. Was ist los, Cole, hier, hä? Also hier ist ein ganz kleiner Fehler, würde ich sagen. No DQ-Match mit auszählen, halte ich jetzt ein bisschen für ein Gerücht. Genau, hau einfach so vorbei. Oh, Opossum! Hör auf damit, Cole. To inform the WWE Universe that they need to remember that Adam Cole dominated the ranks of every promotion he competed in before honoring NXT with his presence. And don't ever forget. Oh, da habe ich glaube ich jetzt Glück gehabt. Was? Ey, der war in einem Move drin, schafft's aber noch zu kontern oder was? Alles klar, jetzt habe ich alles gesehen hier in dem Spiel. Ja, wenn ich jetzt noch die Sofort-Ohrhülle benutzen könnte, wäre das ganz fantastisch. Aber aus irgendwelchen Gründen klappt es nicht. Doch jetzt. Also das war für mich echt Bullshit, was da passierte. So, jetzt ist es so im roten Bereich und jetzt. Oh, da kommt Joe. Hä? What are you doing? Cover him. I'm not gonna win like that. Fine. Oh. And now Samoa Joe with the attack on Trey. It seems Samoa Joe wants Trey to win the match, and he's going to do anything he can to make it happen. Count it now. Und schon wieder bin ich Champion, ohne wirklich was dafür getan zu haben. Ich glaube, jetzt kriege ich die Abreibung meines Lebens. Tja, das wird echt interessant. Aber ich glaube, es wird wirklich so sein, dass er einfach so sein Championship-Match haben will. Kannst ihn ja niederlegen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Damn it! I wanted to earn this. Now everyone's gonna look at me like I'm some kind of fluke champion. Again. I know you're frustrated, but maybe it's not that bad. Besides, if you defend it enough, then people will respect you. 7 years. 7 years ago, you took what was mine, and I never got to take it back.
You know, a lot of significant life events can happen in that amount of time. Birthdays, holidays, funerals, and I miss them all. Because for over 2,500 days, one thing has consumed me. Revenge. I even augmented my body to ensure that when the time came, there would be nothing that stopped me from destroying you. So now, we're so close. I helped you win this championship for one reason only. So I can finally take back what you took from me. But that doesn't even make sense. It's not the same title. Don't say that. It's the same. It's exactly the same. 7 years, and the surgery, and the pain, and I am going to take it back. Hey, you want to tell me what that was all about? I had nothing to do with it. You think I wanted to win the title like that? I don't think you give a damn as long as you're champion. I want my rematch! I promise I'll make this right. Okay, chump. Okay, Trey, how about we do that right now? No, Trey! Trey, let's go! Wie Joe am Lachen ist. From the outside, my life looked pretty good. I was WWE Champion, and I was about to team with none other than Ronda Rousey in the Mixed Match Challenge. The truth is, I couldn't enjoy any of that. I had a maniac breathing down my neck who'd spent 7 years planning my demise. But at least my title defense against Adam Cole would take place in a steel cage, so that psychopath couldn't interfere. Ich raff die Sequenz gerade nicht. Or so I thought. Ach so, ich dachte, mit ihr irgendwie gerade darüber geredet. Tja, dann gibt's jetzt das Steel Cage Match. Ja, dann kommen wir jetzt mal als Champion zum Ring. Gucken wir mal nur ganz kurz, wie das aussieht jetzt mit dem neuen Gürtel. Was ist denn mein Kaugummi-Schnuffeltuch? Was in 2K19 einfach so gut aussah. Und hier, wie Kaugummi, als wäre es festgeklebt. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Cole werden jetzt einfach überspringen. Haben wir gerade gesehen. Alles easy. Oh, das ist jetzt neu, oder? Das war in 2K19, glaube ich, nicht bei so Stipulation Matches. Tja, dann schauen wir mal. Was müssen wir machen? Gelber Bereich, das sollte ja nicht so schwer sein. Aber schade, dass jetzt eben der Story quasi schon gesagt wurde, dass hier Jono eingreifen wird. Das wurde ja schon irgendwie angeteased. Honestly, after everything we've seen from Samoa Joe since he returned, I'm not sure this steel cage is enough to keep him at bay. Das. Oh my god, a small package driver. Elbow drop. November 18th, 2017 marked another historic NXT event. The battlefield known as War Games returned as a form of combat, and this time it was going to include three Content, teams man. Kontersperre ist da. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mal wegrennen. Connected on that. Well measured. Bang right in the face. Mach dich doch was gefasst jetzt, Cole. I got goosebumps before, Michael, when you talked about the return of the War Games. It was Adam Cole's undisputed era against Sanity, against the Authors of Pain. Cover!
Was geht denn mit ihm ab? Adam Cole reverses, sending Trey straight into the steel cage. Trey looks like he's in severe pain. Jetzt kommt garantiert Joe und haut ihm gleich die Tür vor den Nasen zu. Wie überraschend. Here comes Samoa Joe to try to stop him. Joe slams the cage door on Adam Cole. Joe is dead set on keeping the WWE Championship on Trey so he can take it from him after not getting his rematch 7 years ago. Trey with a drop kick into the cage, sending Samoa Joe crashing to the floor. Trey isn't going to sit back and let Joe help him. Well, it's admirable, I guess, but I think he should take the help. It appears Red is out here to help get rid of Samoa Joe, so Trey can show he can do this by himself. Don't feed into his ego, Red. If you were a real friend, als ob die jetzt gerade was machen könnten. Trey is equally determined to prove he's not a fluke champion. He wants to win this match on his own. Hä? Was soll das jetzt? Reversal! What a counter! When you look at this, it looks like they both. Hey, und wieder Kontersperre, das gibt's doch gar nicht. Muss halt die Soforterholung wählen. Okay, probieren wir mal aus. Ja, reicht noch nicht. Just not enough damage done yet, Cole. Knee drop. That was nasty. So precise. Oh, und es wird wieder gekontert. Nix Bookend hier. Jetzt habe ich ein Problem. Lass dir Zeit. Oh, ich will rausklettern. Das ist natürlich eine richtig clevere Idee. Alter. And the champ kicks out. Clearly not enough damage done. Running STO. Gibt's doch gar nicht. Nicely done. Running senton. Up and knee drop. Jeez. He's fighting hard and it's paying off. No telling how long he'll be able to keep this up. Tu dir gleich was. Great agility there. Gibt's doch nicht. So precise. Torturous knee. He's in full control now. Oh God, that looked devastating. So. Wow, sehr geil. Brainbuster geht mal gut. Und wieder rausgekommen. Na gut, das ist okay, ist der Signature. So, diesmal sitzt der Bookend. Jo, und damit haben wir das Match gewonnen. Sehr schön. Were certainly at an all-time high during that steel cage match. I'll tell you, Adam Cole's never going to be an industry ruler. Ja, dann gucken wir uns hier diese Siegesfeier an. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen dann an dieser Stelle einen Break. Folge hat ja heute wieder eine angemessene Länge gehabt. Wie es denn dann weitergeht hier in der Story um Trey und Samoa Joe erfahrt ihr dann morgen. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback wieder
in die Kommentare. Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal ein Follow da. Und wenn ihr mehr WW2K20 Content sehen wollt, dann auch gerne mal ein Abo auf YouTube hinterlassen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Ich bin dann jetzt raus. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.